China hat mittlerweile eine eigene Raumstation im niedrigen Erdorbit, ein eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm, ein komplett von der westlichen Welt unabhängiges Satellitennetz, einen Rover auf dem Mars sowie sehr ambitionierte Ziele im Hinblick auf die Erkundung und Ausbeutung von Mond und Mars und darüber hinaus natürlich. 2021 verbuchten sie noch vor den USA die meisten orbitalen Raketenstarts. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was wir in den letzten Jahren zu sehen bekommen haben, ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Masterplans, der mit, für meinen Geschmack, teilweise zu viel Selbstvertrauen umgesetzt wurde und wird. Dazu gehören eine Bildungsinfrastruktur, Raumfahrthäfen, ein Arsenal an Raketen, eine industrielle Lieferkette inklusive brummender Startup-Szene und vieles, vieles mehr. Und das alles mit nur einem Fünftel des Budgets der USA. Worüber wir heute nicht reden werden, ist eine weiße Weste, denn die hat niemand und China schon gar nicht. Und jetzt gleich Marschroniken abonnieren, das Video liken und los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ende Oktober 2000 brachte China ihren ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Der erste von drei Navigationssatelliten. Inzwischen gibt es diese Satelliten gar nicht mehr, denn sie wurden durch neuere Modelle ersetzt. Zwischen 2019 und 2021 verdoppelte Peking die Anzahl der operativen Satelliten von 250 auf 499. Das ist aber alles erst der Anfang. Denn in den kommenden zwei Jahren wird eine Welle neuer Launcher aus China auf den internationalen Markt strömen. Schon 2014 hatte man erkannt, dass der private Raumfahrtsektor massiv wachsen wird und die Branche für privates Kapital geöffnet. Die Rede ist neben der staatlichen Raumfahrt von 15 bis 20 Startups, die alle Marktsegmente abdecken werden. Einige davon werden wir uns gleich ansehen. Selbst im rasant wachsenden Riesenchina können nicht alle Unternehmen überleben. Aber ein paar Raketen und Konzepte sehen vielversprechend aus. Schreib mir in die Kommentare, ob dir irgendetwas bekannt vorkommt. Landspace hat zwei Raketen im Angebot. ZQ1 und ZQ2. Die kleinere der beiden kann 300 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit schießen. Theoretisch, denn beim Jungfernflug 2018 versagte die dritte Stufe und führte zum Verlust der Nutzlast. ZQ2 kann schon 2 bis 4 Tonnen ins Leo schießen. Wenn Landspace ihre Raketen auf die Reihe kriegt, dann möchten sie als nächsten Schritt die Wiederverwendung in Angriff nehmen. Der Erstflug der ZQ2 bleibt aber noch aus. Geplant wäre der Jungfernflug für 2018 gewesen. Aber so ist die Raumfahrt nun mal, geplagt von Verspätungen. Neuester bekannter Termin war 2021. Es könnte also jeden Moment soweit sein. Zumindest das Metalox TQ12 Triebwerk sieht beeindruckend aus. Die Rakete soll mit 4 davon ausgestattet sein. Sie möchten in ihrer neuen Fabrik in Huzhou alle 20 Tage eine ZQ2 herstellen. Ich denke, dass sie es uns wissen lassen, wenn sie einen Orbit erreicht haben. Sie können theoretisch noch vor SpaceX die ersten mit einem operativen Metalox-Triebwerk werden. Diese Möglichkeit hat auch das nächste Startup. Vorher möchte ich dir noch die brandneue Mars-Chroniken-Merch-Kollektion zeigen. Schau mal rein und gönn dir etwas von der Ad Astra-Kollektion. Link in der Videobeschreibung. Linkspace arbeitet ebenfalls mit Metalox-Triebwerken mit offenem Gasgeneratorzyklus und hat laut ihrer eigenen Website bereits über 300 Testflüge mit 5 Prototypen durchgeführt. Zu sehen bekommen wir einen präzisen 300 Meter Hop, ähnlich wie sie von SpaceX durchgeführt wurden. Die SRV-1 und Newline-1 decken die Micro-Launcher und Klein-Launcher ab. In diesem Demo-Video ist zu sehen, wie sie sich die Wiederverwendung der Nutzlastverkleidung vorstellen. Es wird einfach eine Tür eingebaut. Aber die größere der beiden Raketen, nämlich die Newline-1, schafft 200 Kilogramm in einen sonnensynchronen Orbit auf 500 Kilometer. Sie zeigen auch, dass sie Raumgleiter und diverse Kapseln transportieren können und wollen. Bin gespannt, wie sich die Lage hier entwickelt. Unser nächster Kandidat ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen japanischen Unternehmen iSpace. Wir beschäftigen uns heute aber nur mit der chinesischen iSpace. Sie entwickeln ihre Interstellar Glory Serie mit den Hyperbola bzw. auf Deutsch die Hyperbel Raketen. Wie bei der Falcon 9 sehen wir auch hier Gridfins und Landebeine. Aber alles etwas kleiner und leichter zu transportieren. Sie entwickeln auch einen suborbitalen Raumgleiter sowie ein wiederverwendbares und drosselbares Metalox-Triebwerk mit 100 Tonnen Schub, genau wie es die ESA auch gerade macht. Zum Vergleich, die Merlin 1D der Falcon 9 schafft maximal 86 Tonnen Schub. Das ist schon beachtlich, was sie da machen. Was ich aber am spannendsten finde, sind die schwereren iSpace-Modelle. Hier sind Raketen mit einem, drei und fünf Boostern zu sehen. Ich freue mich echt schon darauf, diese Biester fliegen und landen zu sehen.
Wer im Hinblick auf Metalox-Triebwerke aus der Reihe tanzt, ist Galactic Energy. Ihr Sky-Triebwerk ist ebenfalls für die vielfache Wiederverwendung ausgelegt, aber es wird mit RP-1 bzw. Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben. Sie entwickeln ihre dreistufige Series, die 400 kg ins Leo schießen kann, und die zweistufige Pallas One, die 5 Tonnen ins Leo schießen kann. Natürlich haben auch sie schon Testflüge durchgeführt und wollen in weiterer Folge ihre Raketen zumindest teilweise wiederverwenden. Ende 2021 hat die Series schon Nutzlasten in die Erdumlaufbahn geschossen und 2023 soll der erste operative Flug der Pallas One stattfinden. Die Nebula One von Deep Blue Aerospace verwendet in der Zielkonfiguration, ebenfalls wie die Falcon 9, ein Cluster ihrer Thunder R1 Triebwerke. Sie haben den bisher höchsten suborbitalen Hop-Test Chinas erfolgreich durchgeführt. Ihre Nebula M1 ist im Mai 2022 einen Kilometer hochgeflogen und sicher wieder gelandet. Aus meiner Perspektive haben sie hier die Nase ein wenig vorne, zumindest auf dem chinesischen Markt. Aber wer weiß, was die anderen Player im Hintergrund sonst so treiben. Weil ich habe auch nicht den ganzen privaten Sektor in China im Blick. Auch ihr Design erinnert stark an eines, das wir schon kennen. Und Achtung, Überraschung! Sie wollen auf Drohnenschiffen auf offener See landen. Die kleine Rakete schafft eine Tonne in einen 500 km sonnensynchronen Orbit und die große, die an die Falcon Heavy erinnert, schafft als Einwegrakete 20 und im wiederverwendbaren Modus 14 Tonnen ins Leo zu schießen. Also du siehst, allein im privaten Sektor ist China gut aufgestellt. Die verschiedenen Player haben ganz unterschiedliche Ansätze und decken alle möglichen Marktsegmente ab. Ob hier die europäischen Player mithalten können, kann ich nicht sagen, aber es fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Und jetzt wird das alles noch viel spannender. Die USA geben knappe 50 und die ESA etwa 6,5 Milliarden US-Dollar für Raumfahrt aus. China hat es mit nicht einmal 10 Milliarden US-Dollar geschafft, eine derart brummende Startup-Szene hervorzubringen. Aber Zahlen aus China sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Wir können das Ganze jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten. Bis in die 90er Jahre war das chinesische Raumfahrtprogramm eine Agenda der 2. Artilleriebrigade der Volksbefreiungsarmee. Dann hat die Partei beschlossen, dass sie ihre gesamte Verteidigungsinfrastruktur inklusive Industrie, Organisationen und Weltraum modernisieren, um auf dem internationalen Parkett mitreden zu können. Der Plan hat jede Menge hervorgebracht, darunter 8 Ausbildungszentren mit Fokus auf Raumfahrt. Denn ein Raumfahrtprogramm braucht gut ausgebildete junge Menschen. Und in Chinas Fall ganz viele davon. Die chinesische Akademie für Trägerraketentechnologie hat bereits eine Reihe von Raketen hervorgebracht, die beinahe alle Fähigkeiten abdecken, die man braucht. Wir werden uns heute nicht alle ansehen, aber wenn dich die einzelnen Trägerraketen interessieren, dann kann ich dir die 2 Videos von Senkrechtstarter dazu sehr empfehlen. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Ganze Städte sind der Raumfahrt gewidmet. Zumindest 6 Städte bzw. Stadtteile haben Space in ihrem Namen. Und jetzt ein wenig Geopolitik. Wenn wir uns diese Karte ansehen, dann fällt vor allem eines auf, dass die verschiedenen Einrichtungen quer übers ganze Land verteilt sind, um es im Kriegsfall dem Gegner schwer zu machen, die Raumfahrt mit einem Schlag auszuschalten. Während der Raumfahrthafen Wenchang hier im Süden an der Ostküste der Hainan-Insel liegt, wo ein Raumfahrthafen auch hingehört, haben sie auch 3 Raumfahrthäfen im Inneren des Landes. Und hier wären wir bei dem Thema. Es hat in dem Bereich beinahe jeder Dreck am Stecken. China ist aber in den letzten Jahren besonders aufgefallen. Sie haben zwar die Hoheit über ihre Gebiete und ihren Luftraum und können somit Menschen evakuieren und TFRs aussprechen, aber es kann immer etwas passieren. Ich rege mich jetzt nicht auf. Wir machen einfach weiter. Und die Wirtschaftskrise, die China gerade trifft, klammern wir heute auch aus. Jedenfalls kann China heute schon mit ihrer Familie an langer Marschraketen eine Raumstation in eine Erdumlaufbahn bringen, Crews vor Ort haben und diese auch versorgen. Es geht hier nicht um eine alte, klapprige Raumstation aus der vergangenen Dekade, sondern um den neuesten Shit. Alles im minimalistischen, sauberen Design, ohne herausstehende Kabel überall. Auch außen haben sie die neuesten Solarpaneele, mehrere Roboterarme für verschiedene Zwecke und was meiner Meinung nach das Coolste ist, ist, dass es elektrische Ionentriebwerke verwendet. Das hat viele Vorteile, aber ist heute nicht das Thema. Zu Ionentriebwerken bringe ich bald eine eigene Ausgabe. Mittlerweile ist die Station dauernd mit 3 Taikonauten bemannt. Bis Ende des Jahres wird die Crew auf 6 anwachsen. Die Station hat schon 2 der 3 geplanten Module, wird noch 2022 fertiggestellt und soll später über ein eigenes Hubble-ähnliches Teleskop verfügen, das von der Station serviciert und betankt werden kann. Das ist schon sehr cool. Wenn der Treibstoff ausgeht oder die Linse von einem Mikrometeoriten getroffen wird, fliegt es einfach zurück zur Station und wird gewartet. Und weil es so schön ist, hat China noch eine Kopie des Kernmoduls auf Lager, falls beim Start etwas schiefgegangen wäre. Nun munkeln manche, dass sie die Station theoretisch verdoppeln können, wenn sie es wollen. Aber mal sehen, was hier passiert. Sie können jeden Satelliten, den sie im Orbit brauchen, hochschießen.
das haben sie mittlerweile bewiesen, denn inzwischen ist China komplett unabhängig. Sie haben ihr eigenes Navigationssystem, ihre eigene Kommunikations- und Unterhaltungsinfrastruktur und jede Menge militärisches Zeug für Spionage und so ins All geschossen. Ist irgendwo auch ihr Recht, denke ich mal. Die anderen haben ja auch solche Satelliten. Aber warum sie diese Fähigkeiten scheinbar so schnell erlangt haben, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass das US-Verteidigungsministerium DOD und der Kongress 2011 China ganz offiziell von der Zusammenarbeit auf der ISS ausschlossen. Dann baut man sich halt sein eigenes Spielzeug. Geht wahrscheinlich ganz gut, wenn man die Fabrik der Welt und straff organisiert ist. Aber das geht viel weiter. Jetzt eskaliert die Lage nämlich. China hat früh gemerkt, dass sie sich so unabhängig wie möglich von der westlichen Welt machen wollen, damit sie in ihrem eigenen Land und außerhalb tun und lassen können, was sie wollen. Stichwort Menschenrechte, Industrie- und Militärspionage und andere Wirtschafts- oder Cyberkriege. Dazu gehören aber immer zwei oder mehr. Also ist nicht so, als ob die anderen Mächte das nicht machen würden. Der chinesische Rover Zhurong chillt seit 2020 mit Perseverance und Curiosity auf dem Mars und forscht. Natürlich planen sie eine Sample-Return-Mission und orbiten den Mars auch schon mit einem eigenen Satelliten. Hier ein Bild des Marsmondes Phobos vom Tianwen-Satelliten aufgenommen. Das heißt, sie könnten noch vor Percy Marsproben zur Erde zurückschicken. Auf dem Mond haben sie es ja schon geschafft, Proben zurückzubekommen. Und auf der Rückseite des Mondes waren sie auch, was voraussetzt, dass man den Mond bereits orbitet, um mit einem Lander kommunizieren zu können. Zwei Mars-Simulationsbasen lassen erahnen, was sie hier für die Zukunft planen. Das ist so aufregend, dass wir uns mitten im Wettlauf um den Mond und Mars befinden. China hat sogar eine TV-Serie in einer der Basen gedreht. Sie wollen hier ganz klar eine ganze Generation begeistern, den Mond und den Mars zu besuchen. 2033 sollen Chinas bemannte Missionen zum Mars beginnen. Ab da werden alle knapp 2 Jahre Crews auf den roten Planeten geschickt. Bis dahin werden sie auch bei jeder anderen Gelegenheit Missionen losschicken, um sicherzustellen, dass die Kommunikations- und Navigationsinfrastruktur funktioniert, wenn die ersten Crews ankommen. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn China in 2 oder 3 Jahren mit einer eigenen staatlichen oder privaten Starship-ähnlichen Ultraschwerlastrakete dasteht. Zumindest erstmal für Cargo und einige Jahre später für bemannte Flüge. Vielleicht wissen die US-Geheimdienste oder SpaceX Blue Origin und ULA mehr darüber, was China in diesem Bereich so treibt. Ich höre immer wieder Gemunkel über Nuklearantriebe. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es scheint, als ob alle großen Player gerade ernsthafte Anstrengungen unternehmen, Nuklearantriebe betriebstauglich zu bekommen. Was sagst du? Kommen solche Antriebe? Ist das eine gute Idee oder nicht? Ich habe auch irgendein Gerücht zu einem Weltraumaufzug aus Carbon-Nanoröhren gehört. Aber auch unsicher, wie fortgeschritten diese Idee in der Umsetzung tatsächlich ist. Hier ein Video zu Weltraumaufzügen, falls es dich interessiert. Kommen wir zur eigentlichen Frage der heutigen Sendung. Was ist Chinas Erfolgsrezept? Ich denke, es ist eine Kombination aus der straffen politischen Struktur des Landes und der großen zentralen Vision auf dem internationalen Parkett bei den großen Kids sitzen zu wollen. Auch eine große Rolle spielen hier die scheinbar gut durchdachten, gezielten bildungs- und wirtschaftspolitischen Manöver, die es erst erlauben, einen Wirtschaftszweig nachhaltig aufzubauen. Die in mancher Hinsicht skrupellose Politik dem eigenen und anderen Völkern gegenüber hilft auch sicher, einige Prozesse zu beschleunigen. Ich rede immer davon, dass SpaceX ernstzunehmende Konkurrenz braucht. Dabei hat SpaceX schon die ganze Zeit Konkurrenz. Tja, du hast es erraten, es ist China. Wow, gut, dass das jetzt endlich raus ist. Meine Einschätzung ist, dass China in den kommenden 20 Jahren eine Mond- und eine Marsbasis baut. Drumherum wird sich eine verrückte Welt von Asteroidenabbauunternehmen aus aller Welt entwickeln. Und besser man ist dabei als nicht. Denn China macht es so oder so. Man kann ja über das Reich der Mitte sagen, was man will, aber ihre Raumfahrtmaschinerie ist erst angelaufen. SpaceX, Blue Origin und Co. sollten sich jetzt warm anziehen. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.